Ja, herzlich willkommen zum heutigen Webinar über Kochen mit ätherischen Ölen, also so ein bisschen die Basic-Grundlagen für Kochen. Es gibt natürlich ganz viele Rezepte und es gibt ganz viele Möglichkeiten, die man ausprobieren kann, aber genauso wie beim Kochen, sonstigen Kochen, ist es oft einfach eine persönliche Frage, was man am liebsten mag, wie viel man von welchem Öl mag und so weiter. Aber es gibt einfach ein paar Sachen, die ganz gut sind, wenn man die weiß. Und die möchte ich euch eben heute gerne vorstellen. Ja, so. Jetzt wollte die Präsentation nicht so, wie ich wollte. Also, genau, mein Name ist Daniela Hudribusch und mein Mann und ich verwenden die Öle schon seit 2014, die doTERRA-Öle eben. Und ja, mittlerweile bestreiten wir unseren kompletten Alltag mit Ölen, so auch in der Küche. Und wir haben da relativ viele Erfahrungen schon gesammelt. Mein Mann kocht ein bisschen mehr als ich, aber bei mir ist es so, dass ich auch ganz gern Sachen mache, die einfach schnell gehen. Und dafür sind die ätherischen Öle auch super, weil auch wenn man jetzt ätherische Öle verwendet, ist es einfach so, dass die Gerichte immer relativ raffiniert schmecken, auch wenn man gar nicht so viel Zeit hineingesteckt hat. Und das kommt mir einfach sehr entgegen beim Kochen mit ätherischen Ölen. Genau, mal so Basics zur internen Einnahme, weil manchmal ist es ja so, dass man sich fragt, ja, ätherische Öle, was ist mit denen eigentlich? Kann ich die intern verwenden? Kann ich die nicht intern verwenden? Also bei doTERRA gibt es eben Öle, die zur internen Einnahme gedacht sind. Und diese Öle haben dann draufstehen, zur Aromatisierung von Lebensmitteln geeignet oder for food flavoring steht dann auch oft drauf. Allerdings steht es nicht auf 100% allen Ölen drauf, die man verwenden kann zum Kochen. Mein Lieblingsbeispiel dafür ist der Lavendel. Beim Lavendel ist es nämlich so, dass der Lavendel einfach hauptsächlich als Hauptanwendung die Variante hat, dass man ihn für die Haut verwendet. Und deswegen steht beim Lavendel in der EU drauf Skincare Oil, also Hautöl quasi. Aber das heißt nicht, dass man jetzt das Lavendelöl nicht zum Kochen verwenden kann. Das ist einfach so, dass die EU bestimmt hat, dass alle Öle nur für eine Anwendungsmöglichkeit gedacht sein sollen. Das ist natürlich unmöglich, weil man kann immer mit Ölen ganz, ganz viele Sachen machen. Und beim Lavendel ist es halt so, da ist das Skincare Oil steht drauf, weil das die Hauptanwendung ist. Dafür hat sich doTERRA entschieden. Aber natürlich kann ich Lavendel auch in der Küche anwenden, so wie ich ja auch die Lavendelpflanze in der Küche anwenden kann. Also deswegen gilt immer so die Faustregel, die Öle, die man auch sonst zum Kochen verwenden wird, also wo man die Pflanzen zum Kochen verwenden wird, die kann man eben auch in der Küche verwenden. Da kann man die Öle auch in der Küche verwenden. Genau. Warum kann ich jetzt doTERRA-Öle einnehmen und vielleicht nicht unbedingt alle anderen Öle? Also ich sage immer, das Flascherl, das ihr letztes Jahr beim Weihnachtsmarkt vielleicht gekauft habt, das bitte verwendet nicht zum Aromatisieren von Lebensmitteln. Das ist keine gute Idee. doTERRA ist ja eine Firma, das wissen wahrscheinlich die meisten, die einfach sehr, sehr streng prüft, ob die Reinheit gegeben ist von den ätherischen Ölen. Das heißt, es sind keine Verunreinigungen drinnen, es hat die Pflanze kein Spritzmittel jemals gesehen, es sind keine synthetischen Füllstoffe drinnen. Das sind alles Dinge, die einfach gegeben sein müssen, damit wir eben ätherische Öle innerlich anwenden können. Genau, also das ist der Grund, warum wir eben doTERRA-Öle zum Kochen verwenden können und die Flascherl vom letzten Weihnachtsmarkt eben nicht. Das ist immer so mein plakatives Beispiel. Ja, ein paar Tipps habe ich euch zusammengestellt zum Einnehmen. Also es gibt natürlich auch Öle, die man jetzt nicht unbedingt zum Aromatisieren so gern vielleicht verwendet, aber die man vielleicht eher wegen ihrer Eigenschaften verwendet, die vielleicht auf bestimmte Körpersysteme wirken. Also ich kann zum Beispiel ein Öl verwenden, um das Immunsystem zu stärken, oder ich kann meine Verdauung ausgleichen mit einem Öl und das kann ich intern machen. Wenn mir dieses Öl nicht so gut schmeckt, dann gibt es einfach von doTERRA so leere Kapseln, die ich dafür nehmen kann. Mein Tipp dafür ist einfach, dass ihr in diese leeren Kapseln auch immer ein Pflanzenöl dazugebt, also zum Beispiel ein bisschen Olivenöl oder ein Leinöl oder ein Arganöl, Hanföl, was ihr halt daheim habt, weil dann ist es für den Magen einfach leichter verdaulich, wenn nicht nur das ätherische Öl drinnen ist. Und genau, das wäre eine Möglichkeit, wie ihr eben ätherische Öle jetzt nicht unbedingt nur in der Küche, sondern auch sonst intern verwenden könnt. Jetzt habe ich erst wieder auf Instagram von einer lieben Bekannten gesehen, dass sie sich sehr gerne Shots macht mit ätherischen Ölen. Also sie hat da ein Rezept hineingestellt, da hat sie einfach eine Orange ausgepresst
Und dann zum Beispiel kann man Ingweröl hineingeben und hat dann gleich einen Shot. Weil wir wissen ja, Ingwer ist sehr, sehr gesund. Oder Turmeric, also der Kurkuma, ist auch ein Öl, das einfach sehr das Wohlbefinden unterstützt. Und da macht man sich dann quasi so eine Art Gesundheitsshot. Und also unter Anführungszeichen natürlich. Und unterstützt damit einfach das Wohlbefinden. Also das wäre auch eine sehr gute Anwendungsmöglichkeit. Dann ist natürlich eine Möglichkeit, dass man Öle zum Beispiel mit Honig mischt. Ja, da geht es gerade eben darum, dass man sagt, okay, es ist vielleicht ein Öl, das ein bisschen intensiver schmeckt. Ich kann mir dann schon vorher was mischen, mit Honig abmischen. Das liegt daran, dass der Honig wie ein Emulgator wirkt. Also der emulgiert ein bisschen das Wasser mit dem Öl. Und dadurch kann ich dem Öl auch oft ein bisschen die Schärfe nehmen. Honig nimmt einfach so ein bisschen die Schärfe. Und wenn ihr es eben mit Wasser gemeinsam dann mischt, dann ist das mehr emulgiert und das Öl schwimmt nicht nur oben auf. Oder die andere Variante ist, das wäre so eine klassische Variante, okay, dass man sagt, ich habe ein bisschen Halskratzen, ich möchte gerne Lemonöl verwenden, weil das ein bisschen lindert. Dann nehme ich einfach einen Teelöffel von dem Honig und gebe einen Tropfen Lemon drauf und lutsche das. Das legt sich dann schön an beim Hals und ihr habt eben eurem Körper dann ein bisschen was Gutes getan. Und der Honig ist dann einfach ein gutes Trägermedium auch für das Öl. Wenn ich jetzt sage, ich möchte wenig von dem Öl verwenden, also sei es jetzt, ich möchte ein Essen zubereiten und die Menge ist vielleicht geringer, oder ich möchte einfach, weil das Öl sehr intensiv ist, von dem weniger verwenden, dann gibt es die sogenannte Zahnstochermethode, die habe ich euch da auch hergeschrieben, damit ihr euch auch auskennt, wenn ihr das irgendwo liest. Und das funktioniert so, man gibt einen Zahnstocher quasi in das Ölfläschchen und fährt dann nur mit dem Zahnstocher durch das Essen oder durch das Getränk durch, das man eben würzen möchte. Und das reicht vollkommen aus. Ich erzähle da ganz gern eine lustige Geschichte von einem Basisvortrag, den ich mal hatte. Und der war in einem Kaffeehaus und eine Dame wollte so gerne Zimtöl in ihren Cappuccino haben. Das schmeckt ganz gut und sie wollte partout einen Tropfen von dem Zimtöl probieren. Und ich habe zu ihr gesagt, das kann sie nicht machen, weil Zimt ist ein sehr, sehr intensives Öl. Und habe dann die Kellnerin um einen Zahnstocher gebeten und habe ihr das mit dem Zahnstocher eben den Cappuccino gewürzt. Und sie war völlig von den Socken, wie intensiv der Cappuccino dann trotzdem, also obwohl es quasi nur so wenig von dem Öl drinnen war, wie intensiv der Cappuccino nach diesem Zimtöl geschmeckt hat, also nach dem Cinnamonöl. Genau, also das wären so ein bisschen Einnahmetipps, das heißt eben Kapseln für Öle, die man vielleicht einnehmen möchte, die nicht so gut schmecken, die man nicht so gern einfach mit Wasser trinken möchte. Dann Shots eben zum Beispiel für einen Ingwer-Shot oder so, selber machen kann man das sehr gut. Dann Honig als Emulgator, auch wenn man jetzt sagt, okay, man möchte einen Öle-Tee unter Anführungszeichen machen, zum Beispiel für die Verdauung. Man möchte gern Fenchelöl, wäre gerade so ein klassisches Öl, wo man sagt, okay, man macht sich einen Tee. Dann gibt man ein bisschen Honig dazu, damit eben dieses Wasser mit dem Öl emulgiert. Also das wäre der Honigtipp. Und als letztes oder als vorletztes steht es da auf der Liste, das ist ein bisschen durcheinander, die Zahnstochermethode. Genau. Und weil wir jetzt gerade von dem Tee sprechen, von diesem Öle-Tee unter Anführungszeichen, Da bedenkt bitte immer, dass Hitze und ätherische Öle sich nicht so gut vertragen. Also ätherische Öle verlieren einfach an Wirksamkeit, wenn sie zu stark erhitzt werden. Deswegen, wenn ihr jetzt sagt, ihr möchtet irgendwas an eurem Körper unterstützen, dann ist es gut, wenn ihr die Öle zum Beispiel nur mit lauwarmem Wasser eben verwendet. Wenn es jetzt ums Backen geht, dann ist es so, dass natürlich ihr, wenn ihr Lemonöl zum Beispiel zum Backen verwendet, ihr keine besondere gesundheitliche Wirkung mehr drinnen habt, weil es verbackt sich einfach durch den Backvorgang. Aber natürlich habt ihr den Geschmack noch drinnen und der ist dann auch sehr, sehr toll. Also das ist, sei eben gesagt, zu dem Backen und zum Kochen und zum Trinken. Und wenn ihr jetzt sagt eben, es geht um eine Suppe zum Beispiel, dann ist immer gut, wenn ihr eben erst nach dem Auskühlen ein bisschen das Öl dazugebt. Genau. Wenn ihr es eben früher dazugebt und es ist noch nicht ausgekühlt, dann habt ihr einfach nicht die volle Wirkung. Genau. So, dann kommen wir schon zu der nächsten Folie, nämlich die Vorteile von ätherischen Ölen beim Kochen und Backen und überhaupt in der Küche. Also manche Leute sagen dann immer zu mir, naja, wieso wir das eigentlich machen, wieso wir jetzt mit ätherischen Ölen kochen, weil es gibt ja Kräuter und die kann man ja ganz einfach verwenden.
Natürlich gibt es Kräuter, aber es gibt ein paar Punkte, die quasi die ätherischen Öle so als Vorteil haben. Und das eine ist, dass es einfach eine leichte Verfügbarkeit hat. Das heißt, ich habe meine Ölefläschchen in der Küche stehen und brauche nur hingreifen, kann würzen und mache das Fläschchen wieder zu. Und ja, es ist ganz schnell verfügbar. Es ist relativ klein, so ein Ölefläschchen. Und ich muss nicht extra in den Garten gehen oder es ist vielleicht Winter und im Garten wächst gerade nichts oder ich habe vielleicht gar keinen Garten. Das alles ist ein Vorteil, den ich mit ätherischen Ölen eben nützen kann, dass es einfach eine leichte Verfügbarkeit gibt. Und bei Zitrusölen ist es so, dass ich überhaupt, also wir verwenden Zitrusöle hauptsächlich eben zum Kochen. Wir trinken keinen Orangensaft, wir trinken keinen Zitronensaft oder sehr, sehr wenig. Und ich habe dementsprechend auch nie welche zu Hause. Das heißt, aber Zitronenöl oder Orangenöl oder Grapefruitöl habe ich immer zu Hause und ich brauche nicht dann eine ganze Zitrone kaufen, eine ganze Bio-Zitrone kaufen dafür, dass ich einfach nur ein bisschen was von der Schale brauche, sondern ich kann einfach mein Zitrusöl verwenden, das ich daheim habe. Genau, das ist der erste Grund. Der zweite Grund ist, dass getrocknete Kräuter einfach sehr stark an Geschmack verlieren und an Intensität verlieren. Und das ist bei den ätherischen Ölen wirklich nicht der Fall. Ihr habt immer die volle Geschmacksbandbreite bei einem ätherischen Öl und es schmeckt immer sehr rund und sehr voll. Das ist einfach ein großer Vorteil, finde ich, weil man das an den Gerichten auch schmeckt. Einmal haben wir zum Frühstück einen Grießbrei gemacht und ich wollte gerne eben Zimtgeschmack und haben mir dann eben mein Zimtöl geholt, habe das mit der Zahnstochermethode gemacht, weil Zimt, haben wir schon gehört, ist sehr intensiv und habe das mit der Zahnstochermethode einfach eingerührt und der Thomas, mein Mann, hat es mit dem Zimtpulver probiert und er hat einfach Zimtpulver draufgegeben und dann hat er bei meinem Grießbrei natürlich kosten wollen, woraufhin er dann auch das Zimtöl noch zusätzlich haben wollte, weil einfach der Geschmack ein runderer und ein vollerer ist von dem ätherischen Öl. Genau. Dann habe ich noch dastehen als Stichwort weniger ist mehr. Versucht immer mal lieber für den Anfang weniger zu verwenden, also weniger ätherisches Öl zu verwenden und im Bedarfsfall noch was dazuzugeben. Das ist ja wie bei Kräutern. Ja, bei Kräutern ist es ja auch so, dass einfach ihr abschmeckt. Ja, das ist das gleiche Prinzip, gilt für die Kräuter wie für die Öle. Wir geben ja auch nicht gleich 2 Teelöffel Oregano in eine Soße von einem Oregano, von einem getrockneten, sondern man tastet sich langsam heran und dieses Prinzip gilt genauso beim Kochen mit ätherischen Ölen. Und noch dazu ist es so, dass ja die Geschmäcker einfach sehr, sehr verschieden sind. Also was dem einen viel zu stark ist, ist für den anderen vielleicht gerade richtig und was dem einen richtig ist, ist vielleicht für den anderen wieder genau, also ganz zu schwach. Ja, also das bleibt wirklich euch überlassen und schmeckt das so ab, schmeckt die Gerichte so ab, wie ihr das haben möchtet. Ja, jetzt kommen wir schon zur ersten Gruppe der ätherischen Öle, die wir natürlich in der Küche ganz viel verwenden. Das sind die Zitrusöle. Also die Zitrusöle, da gibt es einige bei doTERRA. Ich habe jetzt mal die hingeschrieben, die es immer gibt, also die regulär erhältlich sind. Neben denen gibt es noch ein paar, die es nicht immer gibt oder die es nur hin und wieder als Geschenk oder so dazu gibt. Aber das sind die, die wir immer haben. Und es ist auch ganz gut zu wissen, finde ich, bei Zitrusölen, dass die aus der Schale kalt gepresst werden. Also Zitrusöle werden wirklich aus der Schale gewonnen und sie werden nicht destilliert, sondern sie werden kalt gepresst. Wir waren ja bei der Zitrusölherstellung in Sizilien schon einmal zu Gast, also in der Firma, man kann ja nicht Destillerie sagen, sondern in der Firma einfach, wo das Zitrusöl hergestellt wird. Und damals wurde gerade die grüne Mandarine eben gepresst oder ja, es ist eine Kaltpressung, ja. Und das war Wahnsinn. Wir sind hineingegangen in diesen Raum, wo das gemacht wurde und es hat so intensiv nach dieser grünen Mandarine gerochen, das war wirklich ein ganz, ganz tolles Erlebnis und wir konnten das auch sehen, wie das gemacht wurde. Das war einfach richtig schön und genau, einfach auch schön zu sehen, wie die Früchte einfach dann verarbeitet werden. Was natürlich wir mit den Zitrusölen am allermeisten machen, ist, dass wir das Wasser damit aromatisieren. Ja, das kennen ja wahrscheinlich die meisten von euch. Wir machen es so, wir nehmen eine Karaffe und geben unten rein, sagen wir, 2 bis 4 Tropfen ätherisches Öl. Das ist wieder ganz verschieden, je nach Person. Und dann füllen wir das mit Leitungswasser auf. Natürlich emulgiert das nicht. Das haben wir ja schon gehört, dass das nicht emulgieren kann. Aber dadurch, dass das Zitrusöl ja kein scharfes Öl ist oder kein sogenanntes heißes Öl ist,
macht das auch nichts aus, es brennt nicht auf der Oberlippe oder so, sondern ihr habt einfach diesen Geschmack drinnen und es verteilt sich durch das Einschenken ins Glas auch immer ein bisschen wieder und dann habt ihr kleine Tropferl einfach von dem Zitrusöl. Manche Leute nehmen auch ein bisschen kohlensäurehaltiges Wasser dazu, weil es dann besser emulgiert. Ich mag den Geschmack von kohlensäurehaltigem Wasser nicht, wenn keine Kohlensäure mehr drinnen ist. Also ich mag dieses Mischen nicht, aber es wäre eine Sache, die ihr vielleicht ausprobieren könntet, wenn ihr gerne möchtet. Und warum wir das natürlich machen, es hat mehrere Gründe. Das eine ist, dass die Zitrusöle ja die körpereigene Entgiftungsfunktion anregen. Das heißt, sie helfen dabei einfach, diesen Prozess ein bisschen zu unterstützen und dadurch kann der Körper leichter seine Giftstoffe oder die Giftstoffe, die er irgendwie zu sich genommen hat, auch wieder ausscheiden. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass die Zitrusöle das Wasser besser schmecken lassen. Das heißt, einerseits tut man sich leichter, mehr zu trinken, weil viele Leute haben ja das Problem, dass sie dehydriert sind, weil das Trinken einfach ein Problem ist. Und wenn das Wasser nach was schmeckt, ist es deutlich leichter. Und das Wasser schmeckt nach etwas, aber es ist kein Zucker drinnen. Das ist auch ein ganz, ganz großer und wichtiger Punkt, der einfach ja, dem Körper natürlich auch gut tut. Ihr werdet es dann gleich sehen, als nächstes Rezept kommt der Holundersirup, da ist natürlich Zucker drinnen. Ja, also wir sind kein zuckerfreier Haushalt. Ich bewundere jeden, der das schafft, aber zuckerfrei sind wir nicht. Aber wir versuchen natürlich nicht permanent irgendwie Zucker im Trinken zu uns zu nehmen. Deswegen ist das auch eine gute Alternative mit den Zitrusölen. Der Thomas macht das zum Beispiel so, er trinkt in der Früh auf nüchternen Magen zwei Tropfen Lemon mit lauwarmem Wasser oder mit Wasser einfach, und um gleich einmal die Verdauung und das alles anzuregen und die Entgiftung einfach anzuregen im Körper. Genau, das ist das eine, was wir machen, und das ist das Trinken eben von Zitrusölen. Wofür wir sie noch verwenden, wir backen sehr gerne damit. Also es kommt immer, wenn wir jetzt Cheesecake machen oder sonst irgendeinen Kuchen, kommen immer Zitrusöle hinein. Und da könnt ihr eben immer daran denken, durch die Hitze verbacken sich die Zitrusöle auch ein bisschen. Das heißt, es ist so, dass ihr lieber mal einen Tropfen mehr oder zwei Tropfen mehr hineingeben könnt, weil durch das Backen einfach der Geschmack ein bisschen weniger intensiv wird. Ja, wir verwenden es gern für Süßspeisen, für Nachspeisen. Also ich habe schon gemacht so eine Orangencreme oder einen Kia-Pudding, wo dann Limette drinnen war. Da könnt ihr euch wirklich austoben, muss man sagen. Oder auch in einen Pudding, in einen Schokopudding kann man natürlich super Wild Orange hineingeben. Da könnt ihr wirklich ausprobieren, was ihr möchtet. Und wir geben es auch gern hinein ins Müsli oder in einen Grießbrei oder in einen Milchreis oder so. Alles das eignet sich super, dass man es mit Zitrusölen einfach ein bisschen raffinierter macht. Und es schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Wenn ihr das mal probiert habt, ist es einfach richtig gut. Genauso für Salate, für Dips, für Marinaden verwenden wir sie gerne. Da könnt ihr auch ausprobieren, was ihr möchtet. Also Wildorangendressing ist immer sehr, sehr beliebt. In Dips geben wir gerne Limette hinein. In Marinaden, wenn ihr irgendwas einlegen wollt, Fleisch einlegen oder Tofu einlegen oder was auch immer, das auch ein Zitrusöl ist immer sehr, sehr gut passend. Und natürlich für die herzhaften Speisen könnt ihr es immer mit Kräuterölen oder mit Gewürzölen jetzt kombinieren. Das ist auch eine super Sache, weil dann natürlich der Geschmack noch ein bisschen spezieller wird. Ja, dann kommt schon unser Rezept für den Holundersirup. Vielleicht hat es schon der eine oder andere irgendwo bei mir gelesen. Also wir hatten jetzt sehr, sehr viel Holunder im Garten. Wenn ihr keinen Holunder mehr habt, dann könnt ihr natürlich auch Melisse nehmen, die ihr im Garten habt, oder Pfefferminze, die ihr im Garten habt. Das bleibt ganz euch überlassen. Wir haben einfach 1,5 Liter Wasser genommen und 1 Kilo Sirupzucker. Das löst man auf, dann legt man die Blüten ein und lässt sie ziehen, so 3 bis 4 Tage, damit eben das den Geschmack schön übernimmt. Und anschließend werden sie abgefüllt, also wird die Flüssigkeit natürlich nur abgefüllt. Das heißt, man muss es aber auch vorher absieben. Gerade bei den Holunderblüten, da sind ja diese ganz kleinen Blüten drinnen. Also entweder nehmt ihr irgendein Tuch oder ihr nehmt ein sehr, sehr feines Sieb und schaut, dass diese Blüten wieder raus bekommt. Nachdem ihr den Saft aufgekocht habt, das habe ich jetzt vergessen dazu zu sagen, Entschuldigung. Genau, also und dann eben abfüllen, und auch die Flaschen reinigen wir vorher mit kochendem Wasser, damit da eben keine Keime drinnen sind. Und wenn der Saft ein bisschen abgekühlt ist,
Dann könnt ihr eben die ätherischen Öle zugeben. Wir haben jetzt so 20 bis 30 Tropfen pro Öl hineingegeben. Ihr müsst rechnen, es ist ja ein Sirup, das heißt, das wird nochmal aufgespritzt. Und ja, da ist das eh eigentlich von der Menge her sehr, sehr gut passend. Und ja, der Vorteil ist auch noch zusätzlich, also neben dem Geschmack, dass die ätherischen Öle auch den Saft länger haltbar machen. Das ist auch ganz, ganz praktisch. Uns ist letztes Jahr keine einzige Flasche schimmelig geworden. Das ist wirklich ziemlich cool. Und ja, einfach weil sie ja jedes Öl bis zu einem gewissen Grad die Keimbildung hemmt. Und dementsprechend ja, hat das zwei Vorteile. Erstens natürlich den Geschmack und zweitens auch, dass er länger haltbar wird, der Saft. Genau, was können wir noch verwenden in der Küche? Also ich habe als nächstes die Kräuteröle euch zusammengeschrieben. Thymian, Rosmarin, Oregano, Basilikum, Majoran, Lavendel habe ich jetzt dazugegeben zu den Kräuterölen. Cilantro ist das Korianderblatt. Falls das jemand noch nicht gewusst hat, dann ist das, ja, sage ich es euch jetzt dazu, Cilantro oder Cilantro, je nachdem wie man es aussprechen möchte, ist Korianderblatt. Pfefferminze und Spearmint, also das sind so die Kräuteröle, die wir zur Verfügung haben. Und die sind natürlich vom Geschmack her deutlich intensiver als jetzt ein Zitrusöl. Die werden ja eben also mit Wasserdampf gewonnen und je nach Abstufung haben die wirklich einen ganz, ganz intensiven Geschmack. Also alle wissen wahrscheinlich von den Basisöle-Vorträgen, dass Oregano ein besonders heißes und sehr intensives Öl ist. Thymian ist ein bisschen schwächer als Oregano, aber immer noch recht stark. Auch Basilikum, vom Geschmack her ist das wirklich intensiv. Also schaut eben, wie schon gesagt, dass ihr vielleicht ihr lieber weniger verwendet und dass ihr bei Bedarf nachwürzt, als dass ihr dann sagt, okay, ich habe jetzt mir meine Soße für die Spaghetti gemacht und die kann ich jetzt wegleeren, weil einfach zu viel Oregano drinnen ist. Das heißt, ich würde sagen, bei Oregano, wenn ihr eine Menge habt von einem Liter Soße, könnt ihr einen Tropfen Oregano hineingeben. Alles, was weniger ist, probiert es lieber mit dem Zahnstocher. Das wird wahrscheinlich reichen. Also man muss sich da auch ein bisschen herantasten. Manche Leute mögen einfach auch einen stärkeren Oregano-Geschmack zum Beispiel, aber einfach, dass ihr wisst, vorsichtig damit umgehen. Ja, bei den Salaten, letztens haben wir gemacht einen Rucola-Salat. Da habe ich wohl hineingegeben einen Tropfen Thymian und dann ein paar Tropfen Wild Orange und das war für uns perfekt. Ja, war vom Würzen her perfekt. Natürlich Salz, Pfeffer und Öl und Essig. Aber das ist dann auch ein sehr, sehr runder und sehr, sehr schöner Geschmack. Bei den Suppen, wie gesagt, abkühlen lassen am besten, damit ihr die Eigenschaften von den ätherischen Ölen einfach behaltet. Wenn ihr es in die heiße Suppe hineingebt, passiert jetzt auch nichts, aber das Öl verliert halt ein bisschen von seinen Eigenschaften, die es halt hat, die halt einfach ja, für den Körper unterstützend wirken können. Genau, ihr könnt es für Brote verwenden, ihr könnt es für Aufläufe verwenden, für Dips, für Aufstriche. Ihr werdet es dann gleich sehen, ich habe euch wieder ein paar Rezepte zusammengestellt, die wir gerne machen. Oder zum Einlegen, ihr könnt auch natürlich Kräuteröle schon vormischen. Das heißt, wenn ihr sagt, okay, ihr wollt gerne was herschenken oder ihr wollt euch ein Rosmarinöl vormischen mit Limette, das ihr immer in der Küche stehen habt, könnt ihr einfach in einer Glasflasche mischen, so wie es euch schmeckt. Ich mache das dann ganz gern, dass ich es entweder mache ich es nach Geruch, wenn ich das mische, oder ich probiere es einfach mit ein bisschen Brot aus. Das ist auch sehr, sehr lecker, dass man einfach dann schaut, okay, wie passt die Mischung? Ist es für mich von der Mischung her gut? Und ja, dann könnt ihr ja nach Bedarf noch was dazugeben. Genau, also das wären die Kräuteröle. Und jetzt kommt gleich mal ein Suppenrezept für euch, das ihr gerne ausprobieren könnt. Ich habe jetzt die Zucchini genommen, weil ich mir gedacht habe, Zucchini ist etwas, das jetzt schon langsam reif wird, also zumindest bei uns im Garten. Und ihr macht es ganz klassisch, einfach Zwiebel anbraten, dann die Zucchini dazugeben. Und ich gieße dann einfach mit Wasser auf, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und zwar so, dass die Zucchini gerade bedeckt ist, damit die Suppe nicht zu dünn wird. Ihr könnt euch natürlich auch einen Gemüse-Instant-Ding nehmen und das halt dazugeben oder mit dem aufgießen. Für uns reicht eigentlich immer das Wasser. Und dann kocht man natürlich die Zucchini so lange, bis sie einfach weich ist und püriert sie dann, schmeckt sie ab mit Salz und Pfeffer und gibt ein bisschen Sauerrahm dazu. Und wenn sie abgekühlt ist, wieder die Suppe, dann könnt ihr abschmecken mit Rosmarin, Thymian und Black Pepper mag ich sehr gern in der Suppe. Das kommt erst in zwei Folien. Das ist ein Gewürzöl, aber das ist ein Öl, das ich ganz, ganz gern in der Suppe mag und das ich euch auch sehr empfehlen kann zum Kochen.
Genau, also das wäre so unsere Zucchini-Cremesuppe, geht super schnell und ihr habt ganz wenig Arbeit damit und sie schmeckt sehr, sehr raffiniert. Ja, Rosmarinkartoffeln sind auch immer ein heißer Tipp, weil ich die Erfahrung gemacht habe, wenn wir jetzt echte Rosmarinzweige drauflegen, eigentlich verbrennen wir die immer im Backrohr. Also irgendwie, weiß ich nicht, bin ich da offenbar nicht geschickt genug oder weiß ich nicht, vielleicht habe auch nicht nur ich das Problem. Deswegen bin ich irgendwann dazu übergegangen, dass ich Olivenöl und Rosmarin gemischt habe, also Rosmarin, ätherisches Öl, Rosmarin. Und habe dann einfach das untergehoben unter die Kartoffeln in irgendeinem Plastik- oder Glasgefäß. Und dann kommt das einfach in eine Auflaufform und ich backe sie im Backrohr, bis sie braun und durch sind. Das war es eigentlich schon. Ja? Und da kommt es wieder darauf an, wie stark ihr den Rosmaringeschmack haben möchtet, wie viel Rosmarin ihr dazugeben wollt. Oft gebe ich dann noch so ein bisschen mehr Salz drüber, das schmeckt dann auch sehr, sehr gut. Also da könnt ihr euch wirklich ganz leicht Rosmarinkartoffeln machen. Und was auch noch ganz schnell geht und wirklich auch toll ist für zwischendurch, ist so ein Avocado-Dip. Gerne mit Zwiebel, also ich mag das ganz gern mit Zwiebel. Wenn ihr natürlich keine Zwiebel mögt, dann lasst es einfach weg. Dann werden einfach nur die Avocados zerdrückt und es kommt Salz und Pfeffer dazu. Und dann könnt ihr natürlich verwenden, was ihr wollt. Ich habe jetzt mal als Beispiel aufgeschrieben mit Cilantro, also mit Korianderblatt und Grapefruit. Wenn ihr sagt, okay, Korianderblatt kann ich gar nicht leiden, dann sucht euch irgendein anderes von den Kräuterölen aus. Also ihr könnt es machen eigentlich, womit ihr wollt, mit Rosmarin, mit Majoran, mit Basilikum. Also da ist euren Ideen keine Grenzen gesetzt. Genau. Ja, Gewürzöle habe ich euch schon versprochen, kommen als nächstes. Also Gewürzöle, so wie Zimt, Kardamom, Fenchel, Ingwer, Kurkuma, Koriander, schwarzer Pfeffer. Es gibt auch den roten Pfeffer. Da ist immer ein Funfact, den ich gern dazu sage, dass der rosa Pfeffer von einem Baum kommt. Das ist ganz interessant, finde ich. Und Lemongrass habe ich jetzt auch zu den Gewürzölen eingeteilt. Ich habe das ein bisschen nachrecherchiert. Also Kräuteröle, also Kräuter und Gewürze, wie man das unterscheidet. Und ich habe mir dann einfach gedacht, ja, Lemongrass passt für mich nicht zu den Kräutern dazu. Also ich habe es jetzt da dazu gegeben. Das sind auch oft Sachen, die man für asiatische Gerichte verwendet. Also gerade Lemongrass ist natürlich was, das einfach für asiatische Gerichte super passt. Oder Ginger oder Ingwer auch. Oder Koriander ist ja auch, sind übrigens die Koriandersamen im Gegensatz zu dem Cilantro von der letzten Folie. Das ist das Korianderblatt. Also ihr seht schon, da kann man sehr viel damit machen. Sind auch relativ stark im Geschmack. Da bei denen passt es bitte besonders auf bei dem Zimtöl. Das ist wirklich ein intensives Öl und ein heißes Öl. Heiß bedeutet eben immer, dass es ein scharfes Öl ist. Also auch wenn ihr den irgendwo auf dem Körper auftragt, den Zimt, bitte seid vorsichtig damit. Lemongrass ist auch ein sogenanntes heißes Öl. Also das sind Öle, wo man sicher ein bisschen sparsamer sein kann als mit den anderen Ölen. Wieder eben Zahnstochermethode. Die Anwendung ist eigentlich circa gleich wie bei den Kräuterölen. Also ihr könnt es für alle herzhaften Speisen verwenden, wie ihr möchtet. Aber manche von diesen Ölen passen natürlich auch zu süßen Speisen. Also gerade Zimt und Kardamom sind Öle, die zu süßen Dingen sehr, sehr gut passen. Wir haben einmal gemacht, da haben wir einfach Schokolade geschmolzen und haben das mit Zimt abgeschmeckt und mit Wild Orange und haben dann so Pralinen, das in Pralinenformen gegossen. Und auch das war der Renner, ja, zum Herschenken zu Weihnachten. Das ist einfach richtig toll. Und ihr habt wieder ganz leicht was hergestellt, was ganz raffiniert wirkt. Also da könnt ihr euch wirklich austoben. Und viele nehmen auch eben für warme Getränke, also für Tee oder für Kakao oder für Kaffee kann man eben zum Beispiel Zimt verwenden. Da mit dem Zahnstocher wieder. Kardamom habe ich letztens erst in den Kaffee getan. Da habe ich einen ganzen Tropfen hineingetan. Es schmeckt schon stark nach Kardamom, aber mir hat es geschmeckt. Ich mag aber Kardamom auch sehr gern. Pink Pepper muss ich erst ausprobieren im Café. Das habe ich jetzt erst irgendwo gelesen, dass das jemand macht. Turmeric zum Beispiel, da gibt es die goldene Milch, die man sich dann macht mit Pflanzenmilch, Kurkuma eben, also Turmeric. Dann kann man noch Kardamom dazugeben oder Cinnamon dazugeben und ein bisschen Honig. Dann hat man quasi so eine goldene Milch, die ja einfach den Körper grundsätzlich so auf allen Ebenen unterstützt. Also ihr seht schon, mit den Gewürzölen lässt sich auch ganz viel anstellen und natürlich zum Backen sind sie auch ganz, ganz toll. Nicht alle, aber Cinnamon zum Beispiel, Kardamom kann man super zum Backen verwenden.
Ja, wir haben da eine asiatische Marinade, die wir sehr, sehr gerne machen. Wir verwenden Hühnerfleisch oder Tofu, dann Sojasauce, einfach so ein bisschen nach Augenmaß, sodass halt alles bedeckt ist, einen Teelöffel Honig und dann kommen 1 bis 2 Tropfen Ginger dazu und Limette. Das legt man dann ein und wenn das ein, 2 Stunden eingelegt hat, dann kann man das eben rausbraten oder panieren. Und damit habt ihr was, was sehr, sehr gut und sehr, sehr angenehm nach Ingwer schmeckt. Das Ingweröl ist nicht besonders scharf, also das ist auch ruhig was, was man bei Kindern ausprobieren kann und ist wirklich ganz angenehm im Geschmack. Und als letztes Rezept habe ich noch meinen Thai-Honig für euch. Das ist einfach ein Honig, den ihr dann entweder für den Kaffee, also ja, ich trinke meinen Kaffee mit Honig. Das wissen vielleicht nicht alle, aber ihr könnt es ausprobieren. Probiert es aus, mal Kaffee mit Honig, zum Beispiel mit diesem Chai-Honig, oder ihr rührt es einfach in Wasser oder in Tee oder in Kaffee hinein. Und in diesem Chai-Honig ist drinnen Kardamom, Zimt und Ingwer. Und dann könnt ihr wieder nach Geschmack einfach abschmecken, den Honig. Ja? Also einfach mal 10 Tropfen hineingeben von jedem Öl und mal kosten, ob das für euch so passt. Und dann könnt ihr noch was nachtropfen bei Bedarf. Immer bedenken, es wird ja dann noch quasi mit Flüssigkeit vermischt. Also ja, das wäre so der Chai-Honig, auch ein tolles Geschenk. Weihnachten kommt bestimmt, ja. Ich meine, es ist jetzt Sommer, aber das nächste Weihnachten kommt sicher und da ist man immer dankbar für Geschenke zum selber machen. Genau, also ich sage mal vielen Dank fürs Zuhören und wünsche euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren von den Rezepten. Und bei Fragen meldet euch bitte einfach bei mir.